Hallo und willkommen zu Runde 7 von 9, diesmal in Monza und wir beginnen natürlich gleich und auch hier wie gewohnt wichtige Infos über die Strecke, schöne Infos über die Strecke. Warten wir es mal ab, ich werde nicht drüber labern und wir sehen uns bei der Einführungsrunde. Ich heiße alle interessierten Motorsportfans herzlich willkommen und freue mich schon auf ein unglaubliches Rennen auf einer altehrwürdigen Strecke, die natürlich keiner weiteren Vorstellung bedarf. Das Publikum ist Feuer und Flamme, die Autos sind bereit für den Start und wir machen uns in wenigen Sekunden bereit, die Lichter auszumachen. Willkommen zum Grand Prix von Italien. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 Stundenkilometern und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 249 Stundenkilometern gilt Monza nicht ohne Grund als eine der schnellsten Pisten des Motorsports. Im Parco di Monza gibt es 11 Kurven und auf der 5,79 Kilometer langen Rennstrecke haben wir schon spektakuläre Rennen erlebt. Die beste Überholmöglichkeit gibt es in der harten Bremszone vor der ersten Schikane. Vorher geht es durch die berühmte Parabolica und dann über die lange Start- und Zielgerade. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Wer denn auch sonst? Macht die erste Reihe komplett. Ja, und wechselt nächstes Jahr interessanterweise zu Ferrari. Breaking News. Na gut, am Sonntag nicht mehr, aber schon krass, dass der das macht. Oscar Piastri. Ah, auf mich muss man hier eigentlich nicht warten, ich bin 20. Ich hab's in Q3 einfach gegen die Wand gesemmelt. Naja, passiert. Wir holen das Beste aus dem Rennen raus. Joe, Hülkenberg und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. So sieht's aus. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix steuern. Ich glaube, das Gleiche haben wir schon ein paar Mal gehört während des Grand Prix. Hätten sich ein paar mehr Sätze ausdenken können. Na gut, Rennstrategie. Durchweg trocken, 37 Minuten, 39 Sekunden. Dann nehmen wir doch die schnellere, 37 Minuten, 25 Sekunden. Na gut, ja, auswählen ist ausgewählt. Dann können wir mit der Einführungsrunde loslegen. Diesmal müssen wir tatsächlich warten, bis alle mal vor uns so langsam in Gang gekommen sind. Ich mache hier mal Trockenübung meines Lenkrads. Nur um ganz sicher zu gehen, dass wir nachher die erste Kurve nach dem Start auch bekommen. Das wird relativ heftig. Also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Ja, auf was denn auch sonst? Natürlich dürfen wir auch nicht auf Hülkenberg drauf haben. Auch einer meiner Fahrer, die ich sehr gerne mag. Nicht nur, weil er auch ein, was heißt hier, auch ein deutscher Rennfahrer ist. Ich finde, ein bisschen hat man zu den Fahrern, die für ein Land fahren, schon ein bisschen mehr Sympathie. Obwohl, Schumacher konnte ich nie leiden. Also Mick Schumacher. Seinen Bruder, ja, den Ralf, den habe ich jetzt nicht so erlebt. Aber Mick Schumacher geht wieder. Michael Schumacher, die Legende, die fand ich immer unsympathisch. Ich war damals Häkkinen-Fan. Da, ich bin meistens eher für den Underdog, manchmal auch nicht, aber irgendwie war mir Schumi unsympathisch. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Arschloch sein, um hier in dem Sport richtig erfolgreich zu sein. Naja, egal. Hülkenberg mag ich und Vettel-Fan war ich eigentlich Zeit seiner Zeit bei der Formel 1 über die gesamte Zeit. Der ist echt sympathisch, der Typ. Na gut. Ich habe ja schon öfter drüber geredet, dass ich eigentlich die meisten Fahrer mag oder nicht kenne. Was dann im, wenn ich sie nicht kenne, ist das Grundbild schon mal positiv. Wenn man nicht viel über die hört, kann es nicht so verkehrt sein. Oh, bin... Was? Was ist da passiert? Ich habe doch nur Reifen aufgewärmt. Oh, das fängt nicht gut an.
Was ist denn da mit meinem Ferrari los gewesen? Hab ich's übertrieben oder ist die Strecke einfach, keine Ahnung, so rutschig? So. Mit Vollgas in die Startposition. Nee, wir können ja ein bisschen uns Zeit lassen hier. Nein! Na, wenigstens werde ich zurückgesetzt und krieg keinen Schlag auf die Finger. Los geht's! Ganz, ganz vorsichtig. Jutsch, jutsch, jutsch geht's los. War ich so aufgeregt, dass ich nicht richtig reden konnte. Das passiert ab und zu. Oh, guck mal, wie gut wir vorbeikommen, wollte ich gerade sagen. So, hier ein bisschen die Innenbahn, ohne was zu beschädigen, ohne was zu beschädigen. Oh, das ist aber heute... Na, bisschen Reifenkontakt gab's da aber. Das Auto ist noch heil. Meine Reifenabnutzung ist bei 12%. Wie ist das passiert? Doch, den Dreher? Das zählt in der Einführungsrunde nicht. Oh, 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 bremst doch. Also die Reifen sind furchtbar. Ich weiß nicht, wer die mir aufgezogen hat, aber ich komme gerade damit nicht klar. Wir haben trotzdem einige Plätze gut gemacht. 7 Stück. Das muss ja auch mal hier reichen für den Anfang. Ah, das Auto fährt, als ob es schwimmen würde. Sicher, dass es nicht regnet? Also es verhält sich so, als ob die Strecke feucht wie sonst was wäre. Irgendwie kann die mich da nicht leiden in dem Zustand. Und der vor mir qualmt auch ordentlich. Komm schon, Reifen sind doch eigentlich auf Temperatur. Wieso bin ich denn so langsam? Was ist denn los mit meiner Gurke hier? Hey, rammen ist unfair. Wäre das erlaubt, würde ich das hier die ganze Zeit machen. Keine Ahnung, was Ocon gefrühstückt hat. Guckt mal, wie der vorbeizieht. Ohne DRS, ohne alles. Ist mein Ferrari schon so beschädigt? Das kann eigentlich nicht sein. Boah. Das gibt's doch nicht. Was ist los mit dem? Also das Setup passt irgendwie überhaupt nicht. Na, nächste Runde gibt's DRS, dann kommen wir hoffentlich wieder an Ocon vorbei. Vielleicht hat der auch nur seine Batterie sehr intelligent genutzt, das kann natürlich auch sein. Aber ich bin hier gerade richtig am struggeln. Und das als Ferrari-Fahrer und das in Italien und ausgerechnet noch in Monza. Wenigstens da hätten die doch mal ein bisschen Glück verdient. Da wird die virtuelle italienische Presse sich wie das Maul drüber zerreißen. Ich sehe schon kommen. Boah, das Auto fährt aber echt. Es ist zu langsam, es ist zu rutschig. Es fährt sich wie ein Ferrari in der Formel 1. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Hamilton ist ja eher als einer bekannt, der sich öfter beschwert. Und die Ferrari... Boxen-Crew ist jetzt nicht so, sagen wir mal, gut gewesen in den letzten paar Jahren. Ich freue mich auf 2025, das ist echt was richtig Faszinierendes. Und vor allem, wenn Leclerc bei Ferrari bleibt, was er wahrscheinlich wird, hat ja erst einen Vertrag unterschrieben, dann Leclerc und Hamilton als Teammates, oh. Ich glaube, ich habe Geburtstag und Weihnachten zusammen diese Woche. Und wir haben Ocon überholt. Das ist ja schon mal was. Sind wir vorbeigekommen? Hat er eigentlich rote Reifen? Nö, auch Mediums. Dann weiß ich nicht, warum er uns in der ersten Runde so gepackt hat. So schnell hier irgendwie rum, ohne viel zu rutschen. Das ist fast unmöglich. Aber alle rutschen ein bisschen. Auch im Rückspiegel Ocon gerade, das sah nicht so sauber aus. Ich glaube, die haben vor dem Rennen hier extra so einen Schmierfilm angebracht, damit die Rennen ein bisschen spannender werden. So, Batterie ist mal zugeschaltet. Wir müssen unbedingt an Ricardo und Gasly vorbei. So, richtig bremsen. Das war fast richtig. Hat noch einiges gefehlt, aber trotzdem, wir haben einen Riesensprung gemacht. Gibt es ja auch eine DRS-Zone? Ich glaube nicht. Komm schon, Innenbahn. Oh, das wäre risky geworden. Lass mal das lieber. Komm, nimm die Kurve doch. Und jetzt gibt es bald eine DRS-Zone. Da ist es schon.
Flügel auf für zwei von uns. Komm schon. Oh. Oh, die haben sich berührt. Und beinahe hätte ich mir einen Flügel abgefahren. Da musste ich raus, sonst wäre ich da nicht heil geblieben. Ich glaube, keiner von uns. Und jetzt legt man die uns nochmal zurecht und dann überholen wir sie beide. Ich glaube, Ricardo ist auf jeden Fall der langsamere zwischen Ricardo und Gasly. Na komm. Obwohl, Ricardo hat jetzt den DRS-Vorteil. Naja, wir müssen schauen, wo hier eine gescheite Stelle zum Überholen ist. Ohne Unfall will ich heute das Rennen eigentlich gern abschließen. Hat in den letzten Rennen nicht so geklappt, aber irgendwann muss es. So, Batterie ist an. Die machen irgendwelche Scheiße wieder vor mir. Da kann ich gerade nicht mitreden. Oh. Nein. Über die Curbs gefahren. Das tut meinem Unterboden doch nicht gut. Meine Reifen sind richtig schön abgefahren schon. Das finde ich gar nicht so abgefahren. So, jetzt aber. Wir sind zwar ein bisschen weit weg, aber wenn man die Kurve gut nehmen, Batterie zuschalten und gleich im DRS, sollte man die beiden auf der Start-Zielgerade überholen können. Ja, wir sind richtig nah. Ja, und an Gasly kommen wir auch noch vorbei. Wir haben dann die Innenbahn, das ist perfekt. Wir müssen nur rechtzeitig bremsen. Oh, gelbe Flagge. Was ist hier passiert? Guckt mal, da stehen ja alle. Leclerc hat sich gedreht. Leclerc hat sich gedreht. Safety Car. Okay. Hat er gar nicht angesagt. Wir fahren außerdem noch relativ schnell für Safety Car. Oh, Leclerc, was haben wir denn für ein Pech bei Ferrari? Das kann okay, doch echt nicht Sorge, sein. Das passiert auch den Besten. Auf deiner MFA findest du eine neue Strategie. Sieh sie dir mal an. Was ist? Mir ist doch nichts passiert. Okay, geht in Ordnung. Ja, ich werde trotzdem stoppen. Harte Reifen ausziehen. Geht in Ordnung. Harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Okay, ich würde erstmal auf harte Reifen gehen. Dann können wir zumindest 20 Runden oder so fahren. Okay, 20 ist vielleicht ein bisschen viel. 15 Runden und wenn es sein muss, können wir danach noch auf Soft. Dann wird das Auto leichter sein, dann leiden die nicht so. Und jetzt wird es sich einfach anbieten, schnell einen Stopp zu machen und diese furchtbaren Reifen loszuwerden. Mit denen komme ich so überhaupt nicht klar. Komm schon, Gasly, drück mal ein bisschen auf die Tube. Muss in die Box. Und wahrscheinlich einige andere auch, obwohl es vielleicht noch ein Tick früh dafür. In Runde 5, wer weiß das schon. Ich habe ein gutes Gefühl bei meiner Strategie. Komm schon, mach hin. Okay, anscheinend bin ich der Einzige, der in die Box geht. Bitte verkackt das nicht, Ferrari. Hier ist doch gar kein Timer. Ich dachte, das wäre so ein optimales Ding, was ich erreichen müsste. Anscheinend nicht. Toll, jetzt bin ich wieder Letzter. War das Feld wohl ordentlich aufgestaut? Dann bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee war. Gib jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Ja, ja. Na gut, jetzt sind wir wieder ganz hinten, haben wir also nichts gewonnen so wirklich. Oh. Außer neue Reifen, die hoffentlich halten, was ich mir von denen verspreche. So, Batterie können wir jetzt schön aufladen lassen. Und jetzt können wir ans Ende des Felds rasen. Sollte ja nicht so lange dauern, bis wir die eingeholt haben. Und dann können wir die Reifen ein bisschen schonen und natürlich die Batterie viel besser aufladen. Es klappt deutlich besser, wenn man langsam fährt. Ist irgendwie logisch, oder? Bei Vollgas setzt man ja immer ein bisschen, bisschen was davon ein und deswegen ist es dann durchaus umständlicher. Die Reifen haben nichts gebracht. Auch hier bin ich am Struggeln und ich glaube, es regnet. Ich habe ein paar Regentropfen gesehen. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Okay. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Dann war es vielleicht einfach wieder so ein Grafikbug. Wie schnell fahren die denn hinter dem Safety Car? Vielleicht gab es ja auch hier ein Game Update, das ich nicht mitbekommen habe, dass es sich jetzt so schwammig fährt. Also das letzte Mal, dass ich eine Folge aufgenommen habe, ist noch nicht so lang hier. Halbe Woche vielleicht. Oh, jetzt kommen die alle in die Box. Zumindest ein Haufen von denen.
Was haben die denn für eine Strategie gerade? Na, egal. So. Oh, Leclerc ist nicht ausgeschieden. Der ist da ja noch. Putsch und munter. Und Hülkenberg hat wegen was auch immer eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ach, der arme Hülkenberg. Das ist schon irgendwie realistisch. Vettel und Hülkenberg werden öfter abgestraft gefühlt als die anderen. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Obwohl sie das Ähnliche machen wie die anderen. Naja, egal. Geht bei denen ja nur um die Ehre. Sitzen ja nicht unbedingt in den schnellsten Autos. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Schön für ihn. Das mache ich gegen Ende des Rennens nochmal. Kann mich, glaube ich, auf Leclerc verlassen, dass er nochmal ein Safety Car provoziert. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht gibt's hier noch eins. Ich würde trotzdem sagen, das Fahrverhalten ist gerade richtig, richtig scheiße von meinem Auto. Darf ich das eintauschen gegen den Red Bull an der Spitze? Der wird mir gefallen. Hä? Was machst du denn? Bist du total bescheuert hinter mir? Perez, was soll das? Das ist aber verboten. Man darf nicht mehr neben... Was zum... Hallo? Safety Car? Perez? Ich glaube, mein Spiel buggt etwas. Das ist nicht normal. Perez, bleib mal hinten. Ich will jetzt auch nicht in Leclerc reinfahren. Was machst du denn? Charles in der Boxengasse. Niemand hat mir gesagt, dass das Safety Car reinkommt. Dankeschön. Okay, das Spiel buggt definitiv gerade. Da laden einige Elemente nicht, die laden sollten. Oh. Und das gute Fahrverhalten ist auch definitiv nicht geladen worden. Irgendwas fehlt. Aber dass Perez dafür keine Strafe kriegt. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ja, ich nutze sie doch gerade. So, meine Spur. Hey, Kollege, mich während des Safety Cars zu überholen? Ich krieg nicht mal eine Meldung, dass das Safety Car reingeht. Eieiei, das kann was werden. Interessant, solche Spielprobleme hatte ich auch noch nie. Sei vorsichtig. Wieso sollte ich vorsichtig sein? Hä? Was passiert mir denn? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,4 Sekunden. Ja. Ihr habt mir ja auch nicht gesagt, dass das Safety Car reinkommt. Und ich habe den Text nicht gesehen, falls Text da war. Vielleicht bin ich heute einfach nur blind, aber das glaube ich noch nicht so recht. Habt mir ja auch nicht gesagt, dass es draußen ist. Das stand dann irgendwann links. Komm schon. Na, wenigstens der schnellste Sektor 3. Oh, die kämpfen da zu dritt, das sieht aber gefährlich aus. Zu dritt werden die niemals durch die Kurve da passen. Naja, so geht's. So geht's dann schon eher. So, Hülkenberg, bitte mich nicht rammen. Ich will einfach nur vorbei. Komm schon. Und Bottas und Joe kriegen wir auch noch. Oh. Reifeleistung. Ja, Reifenleistung. Oh, mein Unterboden. Ah, diese Würstchenkörbs. Ist egal. Arg viel schlechter kann das Auto gefühlt auch nicht fahren. Komm schon. Soll uns aber nicht aufhalten am Weg nach vorne. Wieso kriege ich kein DRS? War ich am Messpunkt? Das kann doch nicht sein. Bin doch nur eine halbe Sekunde hinter dem. Baum. Batterie, tu, was du tun musst. Ja, den kriegt man. Nein, bremst doch nicht. Kommst doch auch mit höherer Geschwindigkeit rum. Wir glauben, der Unterboden wurde leicht beschädigt. Ja, das glaube ich auch. Auch hier kein DRS für mich. Achso. DRS ist jetzt aktiviert. Achso.
Ja, Safety Car dauert 3 Runden, bis es dann wieder aktiviert wird. Entschuldigung, das war im Eifer des Gefechts. Das ist natürlich richtig, dass es ausgeschalten war. Da hat mein Hirn auch nicht gehirnt. Soll uns aber jetzt nicht aufhalten, weiter vorzurücken in die Top 10, beziehungsweise weiter in den Top 10 vorzurücken. In die Top 10 haben wir es ja immerhin schon geschafft. Und Perez hat immer noch keine Strafe bekommen, dafür, dass er mich so hintermopsig überholt hat. Während des Safety Cars noch. Ah, die drei sind wieder schön beieinander. Wieder Ricardo und Gasly vorne. Ah, die müssen demnächst mal in die Box. Und ich habe frische, harte Reifen. Und Frischei dahingestellt. Schauen wir mal. Ja, 17% Abnutzung. So habe ich ja das Rennen gestartet mit den Mediums. Warum auch immer. Komm schon. Ja. So, Batterie werde ich mir jetzt aufheben für die Startzielgerade. Dann sollte man zumindest an Ricardo und Ocon vorbeikommen. Und Perez fährt mir gleich hinten drauf. Das finde ich ein bisschen unsympathisch. Ich glaube, er hat mich auch leicht berührt hinten. So, jetzt aber. Ich will die Außenbahn hier. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Ich war davor schon in den Top 10. Und Gasly kriegt man auch. So, bremsen, bremsen, bremsen. Einlinken, einlinken, einlinken. Rum, rum, rum. Ah, das war wunderschön. 3-1-Streich. Ah, das freut mich, dass das geklappt hat. Das freut mich. Mal eine ganz okaye Aktion. Und ich habe sogar noch abgebremst bekommen, das Auto. Das ist keine Selbstverständlichkeit. So, hier rum, hier rum, hier rum. Komm schon. Verstappen ist aber, so wie ich das sehe, nicht arg weit weg von Alonso oder Stroll. Ich schätze mal, dass es Alonso da vorne ist. Gut, es gab ja auch gerade einen Safety Car, da war das Feld ganz eng beisammen. Na gut, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Komm schon. Ist das Piastri oder Norris? Ich kann gerade nicht nach links schauen. Norris. Okay. Und ich habe mal wieder das Würstchenkorb geritten. Damit sollte ich aufhören, sonst wird der Unterboden wirklich so stark beschädigt, dass ich nicht weiterfahren kann. Das kann tatsächlich auch passieren. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, auf Norris aufzuholen in einem Ferrari. Vor allem bei Monza. In Monza. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,6 Sekunden. Wie ist das denn passiert? Achso, der ist in die Box gefahren. Na gut. Warum auch nicht während des Safety Cars? Achso, Ferrari Pit Crew. Das erklärt einiges. Komm, 1,7 Sekunden hat Norris noch Vorsprung. Den dezimieren wir aber die Runde. Wir kommen eine Sekunde, bis auf eine Sekunde ran. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Ja, ja, das kriegt man schon hin. Nächste Runde dann DRS und schon flutschen wir vorbei. Wie ein schönes Ferrari-Zäpfchen, das wir sind. Weil hier flutscht alles auf der Strecke. So, 1,4 Sekunden. Also noch 0,4 Sekunden aufholen. Nicht den Würstchenkorb. Gut. Annähernd ausgewichen, aber das hat Zeit gekostet. Da habe ich mich vorgesehen, mich irgendwie über die Curbs zu jumpen. Und jetzt haben wir alles wieder verloren. 2 Sekunden Abstand. Naja, gibt jetzt zum Glück noch die Runde, in der wir es auch wieder versuchen. Und irgendwann demnächst müsste er in die Box kommen. Statusreport. Jetzt P7. Lando liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Gasly hinter dir. Los, los! Abstand zum Auto hinter uns 2,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die Distanz zum Führenden beträgt 10,0 Sekunden. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Ich gehe doch nicht mit harten Reifen in 3 Runden ins Boxenstopp. Habt ihr Lack gesoffen? Okay, ich mache meine eigene Strategie. Aber ich wollte nur mal nachfragen,
dass Norris tatsächlich noch alte Reifen hat, weil hätte der jetzt neue, hätte ich mich erstens geärgert und zweitens gewundert. Ist ja alles so, wie ich mir das gedacht habe. Also, keine Ahnung, wir gehen vielleicht in Runde 22 mal in die Box. Vielleicht machen wir auch einen Einstopper, wenn wir dadurch gewinnen. Das werden wir dann je nach Situation entscheiden müssen. Und je nach Zustand des Autos und der Reifen. Je nachdem, was zuerst mehr malträtiert aussieht. Bis jetzt habe ich aber meinen Frontflügel behalten und bin ein bisschen stolz darauf. Das passiert mir doch so selten. So. Komm, 1,3 Sekunden Abstand. Und er geht in die Box. Wunderbar. Russell und Alonso sind auch in der Box. Oh, wir sind auf P3. Nein, nähern wir nicht. Nein, ich werde nicht mit Mediums weiterfahren. Zumindest nicht jetzt. Softe Reifen aufziehen. Weiche Reifen aufziehen. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Dafür fehlen euch Daten. Sowieso. Komm schon. Statusreport. Statusreport. Nuschel ich heute so? Du bist momentan auf P3. Piastri vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ja. Und hinter dir. Abstand zum Auto hinter uns 4,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Der Abstand zum Führenden beträgt 5,9 Sekunden. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Nein, wirklich nicht. Na gut. Aber Piastri ist auch auf alten Reifen. Das ist ja wunderbar. Es ist ja wunderbar. Der wird dann wahrscheinlich diese oder nächste Runde spätestens kommen. So, und Hamilton ist dann vorne aktuell, aber der ist gerade in die Box gefahren. Piastri auch in der Box. Wir sind Race Leader. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie verteidigen. Für 12 Runden, das kriege ich hin mit harten Reifen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich stelle mich hier schon nicht gut an in der Kurve. Ist egal. Das kriegt man hin. Verstappen war wahrscheinlich auch in der Box, deswegen ist er ein bisschen weiter hinten. Perez muss noch in die Box. Und Stroll wahrscheinlich auch. Na, ein Glück habe ich den Shot gecallt, vorhin beim Safety Car auf Hard zu wechseln. Und nicht auf Medium, wie die mir das vorschlagen wollten. Oder sogar auf Soft. Das wäre ja richtig bescheuert gewesen. Aber dafür ist man im Ferrari-Team. Da müssen wir mit solchen Entscheidungen auch was reißen können, eventuell. Oder sich zumindest nicht schlecht fühlt, dass man nicht gewonnen hat, wenn die Boxencrew einen so sabotiert von innen heraus. Doch nicht mal absichtlich, das machen die einfach unabsichtlich. So, hier rum. Darum. Lirum larum Löffelstiel, so. Das hat doch ganz gut geklappt. Verstappen kann ruhig noch ein paar Sekunden hinter mir bleiben. Aktuell sehe ich ihn nicht auf der Skala. Das wird sich ändern, sobald die hinter mir auch mal in der Box waren. Das muss irgendwie demnächst passieren. Sonst ist da was ganz komisch. So. Diese Runde, jetzt mach Druck. Nein, ich werde nicht reinkommen. Ich werde in Runde 22 eventuell reinkommen. Unser Abstand beträgt 16,0 Sekunden. Na gut, wenigstens sind wir konsistent, was das angeht. Charles kommt für seinen Stopp rein. Ah, so viel zu konsistent. 16 Sekunden Abstand hatte ich zu Leclerc und jetzt kommt der erst in die Box. Oh je, armer Mann. Da hat Ferrari ihn wieder Ferrari'd. Komm schon. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, wieso wollt ihr mich dann die Runde reinholen? Ob die Reifen noch die 12 Runden aushalten? Bin mir nicht sicher. Das sind eigentlich harte. Das einzige Problem ist, die könnten eventuell so langsam werden, dass Verstappen einfach so vorbeizieht. Das wäre auch nicht geschickt. Ich habe echt keine Ahnung, wo der gerade steckt. Wir werden es rausfinden.
Spätestens, wenn er an uns vorbeizieht. Mit Volldampf nach vorne. Und schauen. Um hier. Und darum. 12 Sekunden ist Verstappen weg. Wenn ich einen Boxenstopp mache, ist er definitiv wieder vorne. Deswegen würde ich gerade versuchen, entweder Zeit rauszufahren. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht auf Medium oder neue Harte wechseln. Wir versuchen mal, was geht. Track Position ist key, wie man so schön sagt. Oh, Safety Car. Wunderbar. Joe ist draußen. Das tut mir leid für ihn. Delta anpassen. Harte Reifen aufziehen. Tut uns leid, aber diese Info können wir dir gerade nicht geben. Doch, könnt ihr. Box. Boxenstopp. Die Verbindung bricht ab. Box. Boxenstopp. Leckt mich doch am Arsch. Kein Regen erwartet. Momentan kein Regen erwartet. Trockenreifen passen gerade. Danke, Ferrari. Boxenstopp. Box. Box, Box. Boxenstopp. Komm am Ende dieser Runde rein. Dankeschön. Wir hatten ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Ich hoffe echt, ich nuschel nicht so sehr. Ein bisschen ist ja in Ordnung. Das gehört. Das ist in Character. So, jetzt aber. Komm schon. Ich sehe leider nicht, wo ich hier reinbiegen muss. Los! So, Verstappen zieht natürlich vorbei. Aber wir haben jetzt frische Reifen und können tatsächlich zu Ende fahren. Verstappen wahrscheinlich auch, aber ich würde trotzdem sagen, das hat sich gelohnt. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, ich auch. Bitte Track Position gegen die Mercedes. Nein! Gib Gas! Okay, ein Mercedes. Wir haben die Mercedes gespalten. Na, hoffentlich war das schlau. Ja, ich glaube, es war schlau. Nach dem Safety Car wäre mal so stark zusammen gewesen, dass Verstappen mich leicht kassiert hätte. So. Jetzt einfach schön. Diesmal muss ich, glaube ich, manuell drauf achten, wann das Safety Car endet. Mein Team sagt mir ja nichts mehr. Ich merke es daran, wenn Hamilton mich irgendwie überholen will. Er fängt schon an damit. Das gefällt mir nicht. Bleib mal hinten, Kollege. Was ist das? So funktioniert das Safety Car doch nicht. Oh, vielleicht hätte ich vorhin das Spiel neu starten müssen. Wenn der mich jetzt überholt, dann... Und ich die Track Position verliere. Sowas. Als ob das Spiel denkt, ich wäre nicht da. Jetzt bleib halt hinten, Kollege. Erst Perez und jetzt auch noch du. So, eine Runde sind wir garantiert noch hinter dem Safety Car. Aber bis jetzt haben wir ganz viel Glück gehabt. Sind zwar vom letzten Platz aus gestartet. Aktuell sieht es wunderbar für uns aus. Da ist auf jeden Fall ein Podium drin. Je nachdem, was Hamilton gleich mit mir macht. Der fährt mir viel zu aggressiv hinterm Safety Car. Ich weiß nicht, warum er mich überholen will. Ich weiß auch nicht, warum Perez das vorhin wollte. Es gehört sich einfach nicht. Normalerweise gibt es da sofort eine Strafe. Oder zumindest eine Warnung oder eine Anzeige oder irgendwas. So, ich schätze mal, das ist die letzte Runde des Safety Cars. Hoffentlich sieht Hamilton das genauso und bleibt bis dahin hinter mir. Ich darf hier nicht in Russell reinfahren. Sonst ist das Rennen wirklich gelaufen. Obwohl ich mich gerade so freue, wie gut es eigentlich für uns hier, wie viel Glück wir hatten. Und welche gute Ausgangsposition. Hamilton, was soll das? Alter, ein Blick in den Rückspiegel leckt mich am Arsch. Ich dachte, jetzt ist es aus mit mir. Der hält auch seinen Mercedes rein, als gäbe es keinen Morgen.
So, Batterie ist zum Glück voll. So. Alter! So aber nicht. Nein! Oh, beinahe wäre der Frontflügel. Der Frontwing. Beinahe wäre mein Flügel abgefahren gewesen. Nur weil ich den Platz wieder gut machen wollte, bevor ich noch die Strafe bekomme. Das traue ich dem Spiel in dem Buggy-Zustand nämlich gerade auch zu. Also Safety Car endet wahrscheinlich. Das gelbe Böbbele links ist weg. Aber ansonsten keine Information. Team sagt nichts. Keine Flagge tauft auf. Müssten wir ja sagen, grüne Flaggen ab Start- und Ziellinie geht's wieder los. Keine Ahnung, machen sie nicht, wollen sie nicht. Komm schon. Jetzt geht's los, glaube ich. Bis zur Startlinie darf ich nicht überholen. Jetzt, grüne Flagge. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Ja, das ist doch schön zu wissen. Komm schon. Was hat Russell da vor? Hoffentlich keinen Mist bauen. So. Gelbe Flagge. Und Alonso und Verstappen noch zu klären. Und dann kriegt man hoffentlich mal wieder ein verdientes Podium. Okay, alles klar. Mehr oder weniger verdient. Komm schon. Können auf jeden Fall Verstappen nicht davonfahren lassen. Wieder zwei Runden jetzt, bis das DRS eingeschaltet wird. Wir müssen also Alonso schnellstmöglichst aus dem Weg räumen. Mit allen fahrerischen Mitteln, die wir haben. Und das ist leider nur überholen. Oder er hat halt ein Problem mit den Reifen oder mit dem Auto. Oder semmelt einfach mal so leicht gegen die Wand. Und das würde ich bezweifeln. So. Ja, Verstappen gewinnt natürlich jetzt wieder an Abstand. Aber wir sind trotzdem gut gerüstet. Auf der Start- und Zielgerade denke ich, dass wir Alonso knacken. So, den Zwinger ein bisschen offline. Nee, das ging nicht. Der hat die Linie gut erwischt, aber ich auch. Und jetzt Batterie und Volldampf. So, Platz 2. Nur noch Verstappen vor uns. Und ich bin auf frischeren Reifen. Ja, danke. Ihr hilft mir in dem Spiel nicht, das zu gewinnen. So, schön hier rum. Komm schon. Das muss jetzt reichen. Also nicht unbedingt in der Runde, aber nächste Runde gibt es, glaube ich, DRS. Dafür schone ich auch noch meine Batterie, obwohl so langsam wie der hier gerade rumfährt, der Kollege, kriegt man den auch so, ganz ohne DRS. Wenn ich es nicht irgendwie großartig versau. Ich will halt nicht so viel riskieren. Das soll einfach mal ein schönes, schönes Podium, am besten auf dem ersten Platz wieder werden. Lang, lang ist hier. So, jetzt aber. Oh, der verteidigt gleich. Zieht er noch in? Ja, ein bisschen zumindest. Hat jetzt auch nicht den... Oh, da hätt's mich beinahe gelegt. Da hätt's mich beinahe gelegt und das Auto rumgedreht. Das können wir nicht zulassen. So, Startziel gerade. Da müssen wir jetzt einiges gut machen. Und dann haben wir in der übernächsten DRS-Zone hoffentlich eine Chance. Komm schon. Batterie zugeschaltet. DRS muss eigentlich gleich wieder aktiviert werden. Ja. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Sehr schön. Ich freue mich auf die nächste DRS-Zone. Wenn wir innerhalb dieses einen Sekunden Zeitfensters bleiben. Ich glaube, das kriegt man hin. Das kriegt man, glaube ich, hin. Wenn er uns nicht von der Straße abbringt. Na, wenn ich ihn jetzt überhole, kriegt er halt die RS. Aber das ist mir wert. So, wir gehen rum. Sehr gut. Und jetzt Batterie anschalten und Volldampf. Bevor er wirklich die RS bekommt. Komm schon rum. Ja, er ist über eine Sekunde weg. Ach, ist das schön. Jetzt kriegt er keinen DRS mehr von mir. Sein der Messpunkt zählt noch dafür. Ich glaube, wir sind weit genug weg. Und waren schnell genug vor ihm, dass das nicht am Messpunkt für ihn gezählt hat. Bitte Unterboden, reiß dich noch zusammen. So, jetzt wieder volle Batteriepower auf der Geraden.
Komm schon rum. Und Batterie. Komm, wir brauchen so viel Abstand und Vorsprung, wie es nur geht. Bevor Verstappen wieder irgendwas Magisches mit seinen Reifen macht. Ja, das ist auch notwendig. So. Achso, fällt mir gerade das auf. Wieso habe ich denn Mediums? Ich wollte doch harte Reifen. Wollte ich harte Reifen? Ich dachte, ich habe hart und hart gewählt. Na egal, die Mediums werden zum Glück reichen. Fällt mir nur gerade auf, dass da ja ein gelber Strich dran ist. Also irgendwie, entweder ich habe das nicht gut in Erinnerung oder das Spiel hat heute was gegen mich. Kann ja beides sein. Das kann ja beides sein. Ach, ist aber eine wunderbare Strecke und noch wunderbarer, wenn man hier das Feld anführt. Das macht immer ganz besonders Spaß. Vielleicht nicht unbedingt dann zum Zusehen, auch in der richtigen Formel 1, wenn nur der Leader gezeigt wird, der da seine Runden und Pirouetten dreht, kann das schon mal ein bisschen langweilig sein. Da mag ich doch lieber Überholmanöver. Aber wir haben 19 andere Autos überholt. Mehr geht heute nicht. Außer Safety Car, aber dann kriegt man wahrscheinlich wirklich eine Strafe. Obwohl das so buggy ist. Das versucht man lieber nicht. So, nochmal Batterie zuschalten. Schon 3 Sekunden Abstand zu Verstappen. Und nochmal eine schnelle Runde. Schnellste Runde. Und 3 Runden sind noch zu gehen. Plus diese hier halt. Rum, nicht drehen, geradeaus. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. An mehr müssen wir im Moment nicht denken. So, hier wieder schön bremsen, nichts mehr riskieren. Vor allem die Würstchen nicht mehr reiten. Sonst beschwert sich das Auto doch noch. Inzwischen fährt es ganz in Ordnung wieder. Weiß nicht, was da los war am Anfang. Das war ja nur rutschig. So, wir bauen unseren Vorsprung auf. Auf, genauso sollte es sein. So, rum hier. So. Die letzten 3 Runden beginnen gleich. Oh, fühlt sich das gut an im Moment. Oh, bis auf die Stelle. Das war eine zum Vergessen. Hätte ich, wenn ich es noch dämlicher gemacht hätte, beinahe einen Reifen abgefahren. Aber ich denke, ich kann mich noch die letzten 3 Runden zusammenreißen. 16,6 Sekunden. Wir sind schon wieder 16 Sekunden von Leclerc weg. Was ist denn los mit dem? Hat wohl das Auto bei seinem Dreher da doch Schaden genommen. Vielleicht wurde er ja heimtückisch von Hülkenberg attackiert. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das ist wunderbar. Ich fahre nur noch 3. Danach ist mir alles egal. Ja. Sehr kurvige Kurven hier immer. Vielleicht sollte das Spiel ja öfter buggen. Dann habe ich wieder mal eine Chance zu gewinnen. Obwohl es nichts damit zu tun hatte. Wir hatten einfach Glück mit den Reifenwechseln und den Safety Cars, auch wann sie aufgetaucht sind. Das gehört halt auch zum Motorsport dazu, zumindest zur Formel 1. Und das macht es auch irgendwie aus. Diese Elemente sorgen für Spannung und Taktik und ich vermisse die Formel 1. Noch 2 Episoden mehr und uns geht wieder los. Dann können wir uns alle auf die Season freuen und nächstes Jahr auf Hamilton bei Ferrari. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist so undenkbar für mich. Aber es wird Realität. Ach, das wird schön. Und vielleicht kommt Sebastian Vettel wieder zu Red Bull. Ich glaube es zwar nicht, aber das wäre auch wunderbar. So. Vorletzte Runde hat begonnen. Das sieht hier beinahe professionell aus. Und Verstappen ist 3,5 Sekunden weg. Also da hat man auch schon ein bisschen mehr Abstand rausgefahren. Da darf man es jetzt echt nicht mehr versauen. Ein Dreher und der hat mich, der Junge.
So, hier schön rumgurken. Ich frage mich echt, warum ich mit Mediums gestartet bin, die schon so abgeschrabbelt waren. Ich meine, es gibt zwar eine Regel irgendwie in Q2, oder gab es zumindest, dass man die Reifen, die man in Q2 verwendet und damit seine schnellste Zeit fährt, die muss man beim Rennstart tragen. Aber erstens bin ich mir fast sicher, dass es die seit 23 gar nicht mehr gibt, die Regel. Die haben sie abgeschafft, freie Reifenwahl, aber bin mir nicht mehr 100% sicher. Und zweitens bin ich in der ersten Qualifying-Runde ausgeschieden. Ich habe gar keine Zeit hingelegt, sondern ich habe es irgendwie geschafft, das an der Wand zu setzen. Komisch, wie das passiert ist. Vielleicht hasst mich Ferrari. Vielleicht ersetzen sie mich deswegen okay, mit Hamilton im nächsten Jahr. So, letzte Runde. Und Verstappen ist ordentlich rangekommen. Hat eine Sekunde aufgeholt. Und jetzt holt er noch mehr auf. Was habe ich denn da gemacht? Da wollte sich das Auto nicht mehr lenken lassen. Wollte sich einfach nicht mehr wirklich lenken lassen. Was ist im kritischen Bereich? Könntest du das nochmal wiederholen? Ja? Nein? Na gut. Oh, Verstappen noch eine Sekunde ran. So, Batterie komplett an für den Rest des Rennens. Das gebe ich nicht her. Ich werde mit Klauen und Füßen treten. Und, was man mit Klauen halt so macht, kratzen. Ich werde ihn kratzen, wenn er in meine Reichweite kommt. Das ist ein Rennsieg, den ich mir eigentlich nicht mehr nehmen lassen will. Und im Moment sieht es gut aus. Guckt mal, wie der fliegt hier im Rückspiegel. Guckt, wie der fliegt. Was los mit der KI gerade? Wieso wird es so unnötig spannend? Oh, bleib ja hinten. Oh, gewonnen. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Was? Ich hab gewonnen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde schnell sein. Willst du mich verarschen? Kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren? Wo bin ich denn? Falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Na, so kann man es auch machen als Verstappen. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Leck mich doch am Arsch! Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Harris ist auf der 2. Hamilton ist Dritter. Glückwunsch an das ganze Team. Leute. Ich würde mal bei den Stewards Einspruch einlegen. Ich war noch im Rennen, Jungs. Ich war Erster. Aha. Schauen wir mal, wo wir platziert sind. Dein Fahrer des Tages, Stefan. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, da würde ich mich gleich anschließen. Wir schauen mal, wo ich gelandet bin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin 20. Wieso wurde ich disqualifiziert? Was zum... Okay, es ist so, das Rennen ist gefahren, die Rennleitung hat entschieden. Jo, Pech. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin nur leicht frustriert an diesem Punkt und bis zum nächsten Mal.